Hallo, ich bin Dirk Verbein. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, heute geht es um die individuellen Aufnahmemodi der Canon EOS R. Ja, besser bekannt vielleicht unter den Einstellungen C1 bis C3, was sich dahinter verbirgt und wie ihr die nutzen könnt und wie ihr die nutzen solltet, erfahrt ihr in diesem Video. Ja, und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, einmal pro Woche gibt es hier ein neues Video zum Thema Filmen und Fotografieren. Und wenn ihr keins der zukünftigen Videos verpassen wollt, einfach hier rechts unter dem Video auf Abonnieren klicken. Wenn ihr die Glocke dazu noch aktiviert, bekommt ihr jedes Mal eine Nachricht von YouTube, sobald ich ein neues Video hochgeladen habe. Ja, so, jetzt zu den C1 und C3 Einstellungen. Wenn ihr so wie ich alles fotografiert, was euch so von der Linse kommt, also Architektur, Events oder ja, Tiere oder was auch immer, ihr werdet es kennen. Es gibt immer mal wieder unterschiedlichste Aufnahmesituationen und man verstellt seine Kamera immer mal wieder. Zeitauslösung, Reihenaufnahme, Highspeed-Reihenaufnahme, Silent Shutter, wenn man in der Kirche fotografiert hat oder was auch immer. Ja, und dann beim nächsten Shooting ist es passiert, man macht die erste Aufnahme und zack, man hat die alten Einstellungen wieder drin, fotografiert mit Zeitauslösung oder was auch immer, was gerade unpassend ist, oder man hat sich die Kamera total verstellt für irgendeine besondere Situation und man kann das ganze Shooting vergessen und merkt es vielleicht, wenn es ganz dumm läuft, erst zu Hause am Rechner, weil man vielleicht die Auflösung seiner Kamera runtergedreht hat oder was anderes ausprobiert hat. Da gibt es aber eine Lösung und die möchte ich auch euch ans Herz legen und kann ich euch auch nur wärmstens empfehlen, die auch umzusetzen. Und zwar gibt es bei Canon-Kameras, wahrscheinlich bei anderen auch, aber ich kenne es jetzt nur von Canon-Kameras, weil ich damit halt fotografiere regelmäßig, die Möglichkeit, seine Einstellungen zu hinterlegen. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, es gibt da diese C1 bis C3 Optionen, zum Beispiel bei der Canon EOS R. Und unter diesen Einstellungen kann man seine Standardwerte ablegen und die dann da sofort abrufen. Also man kann sofort sein Shooting beginnen, man weiß sofort, das sind die Anfangseinstellungen, die passen immer, die kann ich sofort einsetzen, da weiß ich, was ich habe. Wie das geht, zeige ich euch jetzt anhand meiner Canon EOS R. Ja, fangen wir damit an, was wird überhaupt abgespeichert. Also alles, was bei der Canon EOS R irgendwo elektronisch hinterlegt ist, also das fängt an mit den normalen Aufnahmeeinstellungen, also über Unterbelichtung oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei der EOS R auf Einzelbild einstelle oder auf Selbstauslöser einstelle. Das sind alles Einstellungen, die elektronisch in der Kamera hinterlegt sind und die kann ich auch eben einer dieser Speicherplätze zuordnen und habe die dann zur Verfügung. Wie das geht, zeige ich euch jetzt im Detail. Also als erstes geht man durch seine Kamera idealerweise, schaut sich alle Einstellungen an und guckt, sind das die Einstellungen, wo ich jedes Shooting mit beginnen will? Ist das die ideale Einstellung? Will ich damit anfangen zu fotografieren? Ich zeige euch jetzt hier mal meine Einstellungen, also Bildqualität. Ich habe immer alles, beginne ich mit RAW und JPEG, Dual Pixel RAW habe ich deaktiviert generell. Da brauche ich die Canon Software, um das wirklich auszunutzen. Das habe ich, die hatte ich einmal auf meinem Rechner, da habe ich keinen Mehrwert durch. Die ist grottig meiner Meinung nach. Aber wenn ihr die andere Erfahrung habt, gerne in die Kommentare. Ich nutze nur Lightroom. Ja, Ausschnitt und Seitenverhältnis habe ich immer auf Full. Rückschauzeit habe ich auf Aus, Auslösen ohne Kamera, Auslösen ohne Speicherkarte habe ich sicherheitshalber auch auf On, also dass es eine Bestätigung gibt. Wer da schon mal seine Speicherkarte im Rechner vergessen hat, der weiß warum und weshalb man das macht. Ja, Steuerung externes, Speedlight zum Beispiel, also Blitz habe ich meistens deaktiviert. Ich fotografiere also meistens ohne Blitz, deswegen Grundeinstellung erstmal ohne. Objektiv, Aberrationskorrektur, alles die Standardwerte, die habe ich hier drin. Weißabgleich ist bei mir immer so ein Thema. Wenn ich filme, habe ich einen anderen Weißabgleich, als wenn ich jetzt fotografiere. Und wenn ich fotografiere und ein Shooting beginne, möchte ich sicher sein, dass es auf jeden Fall passt und dann auch schnell beginnen können. Also habe ich da auch erstmal den automatischen Weißabgleich drin. Dann kann ich sofort losstarten. Wenn es nicht passen sollte, kann ich das nachher immer noch korrigieren. Wie sich das dann verhält, wenn ich das irgendwann mal abgelegt habe, zeige ich euch sofort. Farbraum benutze ich Adobe RGB. Das bleibt jedem selber überlassen, aber man hat da ein bisschen mehr
Farbinformation meiner Meinung nach und ja, kann nicht schaden. Alles andere habe ich mehr oder weniger auf Standard. Ich schiele da immer rüber. Da drüben habe ich das große Bild jetzt, sonst sehe ich nachher nicht meine Einstellungen. Und ja, AF, gleiches Thema beim Autofokus halt. Man kann alles einstellen. Alles wird nachher registriert und hinterlegt in den Einstellungen, wenn man das einmal gespeichert hat. So, die Einstellung gehe ich jetzt nicht weiter durch. Ich blätter da jetzt einfach mal durch. Und wie speichere ich jetzt diese Einstellung? Das ist jetzt meine Grundeinstellung. Die möchte ich jetzt immer bei jedem Shooting als Startoption haben. Ich gehe dann auf diesen Schraubenschlüssel, gehe in den Reiter 6 und habe hier die Möglichkeit, die individuellen Aufnahmemodi eben abzuspeichern und zu registrieren. Die Registrierung, die lege ich auf C1. C1 ist die einzige Option, die mir eine Zeitautomatik erlaubt. Also ich wähle die Blende vor und die Kamera wählt dann die anderen Parameter dazu automatisch, also die Belichtungszeit aus. Oder wenn es dann nicht mehr anders geht, dreht die ISO hoch. Darauf speichere ich das Ganze ab. Das dauert dann einen Moment und das ist dann auf C1 gespeichert und man kann es regelmäßig abrufen. Wie das funktioniert, zeige ich euch sofort. Auch dieses Auto-Aktualisieren, was dann noch in dem Menü verfügbar ist, zeige ich euch sofort. Ja, welchen Vorteil hat das Ganze jetzt? Ich habe jetzt hier, das ändere ich nochmal eben, ich habe jetzt hier meine Einzelbild-Option gespeichert gehabt. Das haben wir jetzt nochmal geändert. Ich speichere das jetzt nochmal eben auf C1 ab. So. So, gehen wir jetzt mal davon aus, ich beginne ein Shooting, gehe auf meinen C1 und jetzt habe ich alle meine Einstellungen, die ich an der Kamera vorgenommen habe, habe ich auf der Kamera sofort zur Verfügung. Jetzt werdet ihr sagen, ja, das habe ich auch, wenn ich im AV bleibe, ist immer das, was ich ausgemacht habe, bleibt an. So, jetzt verstellen wir uns die Kamera einfach mal komplett. Wir nehmen hier den Standardmodus, hier nehmen wir den automatischen Weißabgleich, stelle ich mal auf Schatten. Dann stelle ich hier das auf Reihenaufnahme langsam. Was machen wir noch? Das Ganze auf nur RAW ein. So, jetzt haben wir uns die Kamera komplett einmal verstellt. Und ja, jetzt fange ich beim nächsten Shooting wieder mit der ganzen Geschichte an. Aber ich habe hier meine ganzen Einstellungen auf C1 gespeichert. Ich kann die jetzt relativ schnell abrufen wieder. Ich gehe jetzt einmal auf AV und einmal wieder auf C1. Und jetzt habe ich meine ganzen Einstellungen, wie ich die damals registriert habe, wieder zur Verfügung. Also die Reihenaufnahme ist weg, der Weißabgleich steht wieder auf Automatik und alle anderen Werte sind auch wieder da, wo ich sie ursprünglich eingestellt habe. Also die Bildqualität steht auf RAW und alles andere ist auch da, wo es hingehört. Ja, ihr seht, das ist also eine schnelle Möglichkeit, um einfach seine Einstellung, die man immer haben möchte, wenn man ein Shooting beginnt, abzurufen. So, jetzt gibt es noch eine zusätzliche Option, da gehe ich nochmal eben schnell drauf ein. Und zwar habe ich hier die Möglichkeit, dieses automatische Aktualisieren zu aktivieren. Das sagt nichts anderes aus, als jede Änderung, die ich jetzt in C1 mache. Also ich bin jetzt in meinem C1-Modus drin, C1 AV, das sieht man hier oben. Zack, da bin ich jetzt drin. Wenn ich jetzt eine Änderung vornehme, zum Beispiel hier den Zeitauslöser, den Selbstauslöser aktiviere, dann speichert die Kamera es automatisch auch in C1 ab. Ja, Vorteil, keine Ahnung, ich habe also das gleiche Problem wie vorher, mehr oder weniger. Wenn ich jetzt irgendwelche Einstellungen vorgenommen habe, wird es automatisch registriert. Erschließt sich mir jetzt nicht ganz, vielleicht habt ihr einen Anwendungsfall oder eine Idee, warum und weshalb. Also für mich ist das jetzt nicht sinnvoll, ich habe das immer deaktiviert. Wenn ihr da eine andere Idee habt, gerne hier unten in die Kommentare damit rein. Würde mich mal interessieren, wer das wirklich nutzt und wer nicht. Und ja, für mich ist das jetzt leider nicht so ganz interessant. Ich nutze das jetzt nicht mit dem Auto aktivieren. Das Einzige, man hat es halt immer wieder sofort abrufbar. Wenn man während eines Shootings, kann ich mir vorstellen, jetzt von AV und AV oder C1 AV immer hin und her wechselt, hat man so, ja, eventuell zwei Speicherplätze oder zwei, ja, Belegungen, wo man halt mit seiner Zeitautomatik arbeiten könnte. Indoor, Outdoor beim Hochzeitsshooting oder irgendwelche solche Geschichten kann ich mir, jetzt wo ich drüber nachdenke,
vorstellen, aber ich habe es einfach so deaktiviert, weil ich möchte mir meine Standardeinstellung eigentlich eher nicht überschreiben. Ja, ich hoffe, das Ganze hat euch auf die Idee gebracht und ja, mich hat es früher mal geärgert. Ich habe irgendein Shooting gemacht, ich habe ein Gebäude fotografiert oder was auch immer. Bin danach zum Event gegangen und der erste Schuss, der fing dann an mit Piep, 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 weil ich noch den Zeitauslöser drin hatte oder was anderes. Das ist immer sehr ärgerlich. Man kann das mit dieser Einstellung halt tatsächlich umgehen und ja, meiner Meinung nach kann ich euch das nur empfehlen. Anstatt AV, C1 AV nutzen und ihr fangt immer mit den gleichen Einstellungen an oder ihr wechselt eben auf AV, wenn ihr wisst, ihr schaltet die Kamera mehrfach während des Shootings an oder aus und möchtet die Einstellung darunter haben oder ihr geht auf C1 mit Autoaktivierung und ja, lasst die Kamera das dann bei jeder Einstellung neu mit abspeichern. Kleine Einschränkungen gibt es auch noch. Die Sachen, die unter dem My-Menü-Sachen sind, die werden nicht mit geändert und abgespeichert. Die sind für alle Modi sowieso gleich. Von daher macht es da überhaupt gar keinen Sinn, dass die da irgendwo mit abgelegt werden. Die sind also durchweg immer gleich. Also es gibt drei Speicherplätze insgesamt. C1 ist der bei der Canon EOS R mit der Zeitautomatik verbunden ist. Die C2 und C3 nutzen die Programmautomatik. Da kann ich also die Blende nicht vorauswählen. Da muss ich erst einmal den Auslöser kurz antippen und kann dann halt die Blende nachstellen. Wer da halt zusätzliche Optionen noch haben will und damit leben kann, kann dann auch den C2 und C3 Modus noch nutzen. Ja, das soll es für heute erstmal gewesen sein. Ich hoffe, der Tipp, der konnte euch ein bisschen weiterbringen und hat euch auf die Idee gebracht, das Ganze halt nochmal zu nutzen. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Eure Erfahrungen gerne in die Kommentare. Tipps und Tricks und Anregungen, wenn ihr noch irgendwas habt, gerne hier unten noch drunter ergänzen. Ich lese mir das alles durch. Vielleicht habt ihr noch die ein oder andere Idee, die uns da weiterbringt. Ja, ansonsten, wenn noch nicht geschehen, wie gehabt, hier oben blende ich euch mein Logo ein, einmal draufklicken, dann abonniert ihr meinen Kanal, dann verpasst ihr keins meiner zukünftigen Videos. Einmal pro Woche gibt es hier was zum Thema Fotografieren und Filmen. Würde mich freuen, wenn ich euch beim nächsten Mal wieder zu eines meiner Videos begrüßen dürfte. Ja, ansonsten vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, weiterhin viel Spaß beim Fotografieren und tschüss, bis zum nächsten Mal.